Schönen guten Tag. Kennt ihr eigentlich diesen Moment, wenn irgendetwas Abgefahrenes passiert und ihr euch einfach nur denkt, Bro, what the fuck? Träume ich gerade oder ist das gerade wirklich passiert? Yep, und heute habe ich euch mal ein paar von diesen Momenten mitgebracht, wo man sich einfach danach denkt, no way, dass es sowas wirklich gibt. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Und wir fangen gleich mit etwas ganz, ganz Komischem an. Ich habe keine Ahnung, wie es überhaupt dazu kommen konnte, aber seht selbst. Sieht eigentlich nach einer stinknormalen Hochzeit aus. Was soll jetzt schon passieren? Ey, nein. Das ist auch echt nicht lustig. Wer hier drüber gelacht hat, schämt euch. Ihr kommt in die Hölle. Ihr würdet das auch nicht feiern, wenn euch das passiert. Oh Mann, der Arme. Er ist wahrscheinlich der Trauzeuge für die zukünftige Frau von seinem Sohn. Und dann passiert sowas. Und davor steht sogar noch die Cam. Und er wird in 4K erwischt bei sowas Peinlichem. Wie konnte das passieren, Mann? Ich dachte, so etwas hier, Gürtel, sind genau dafür da, dass sowas nicht passiert. Ja, hat ja gut geklappt, ne? Hier habe ich ein Video gefunden von einem Typen, der war mit seiner Familie bei so einem Live-Koch. So, ihr checkt, der macht halt das ganze Essen live am Tisch. Ist eigentlich richtig, richtig cool, aber ja, ignoriert einfach die Reaktion von dem einen Onkel da. Boah, der hat gedacht, er kommt jetzt in die Hölle. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, dass er gerade in Flammen aufgeht. Wie konnte der sich erschrecken? Ich weiß nicht, was er in seinem Leben erlebt hat, aber irgendwie gab es da ein paar Flashbacks. Alles gut bei dir? Ich glaube nicht. Das hört sich nicht gut an. Grüße an den Finanzminister. Und ja, natürlich habe ich alles aufgehoben. Macht euch ready für eine richtig geile Aktion. Otto kackt gerade vor das Bundesfinanzministerium. Mehr kann ich diesen Hund nicht lieben. Das ist eine Message, Otto. Komm, gib ihm für alle Steuern, die ich bezahlt habe. Ihr Bastarde. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber das ist der geilste Hund des Tages. Einmal bitte Applaus für ihn. Wow, du hast diesem Volk so viel Gutes getan. Ich danke dir. Geiler Hund, wirklich, ich feiere ihn. Drück mal noch eine fette Wurst für mich auch raus, weil ich habe dieses Jahr auch so viele Steuern an Deutschland gezahlt, da will ich mich gar nicht dran zurückerinnern. Da wird mir jetzt schon gruselig. Deswegen, Shoutout an diesen Hund. Aber wieso hast du es aufgehoben? Das macht das Ganze leider nur noch halb so cool. Ich hätte es da gelassen. Oder wahrscheinlich hat er es nur dahingeschrieben, damit die nicht im Nachhinein sagen können, so, hey, 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 hey. Smarter Typ. Er lässt seinen Hund hinschießen und tut so, als hätte er es aufgehoben. Hätte ich genauso gemacht. Einmal dickes GGs für diesen Typen. Bei manchen Frauen frage ich mich wirklich, ey, wo ist eigentlich euer Gehirn geblieben? Und dann alle Feministen, die mich jetzt schon anfangen wollen zu canceln. Ja, ich hätte das gleiche auch gesagt, würde ich jetzt über Männer reden, okay? Okay, okay. Versucht mich doch zu canceln. Hier, den kriegt ihr von mir, den. Kommt schon, versucht mich zu canceln. Naja, wie auch immer. Bei manchen Frauen frage ich mich wirklich, was geht eigentlich in eurem Kopf ab? Genauso bei dieser Frau. Sie hat irgendwie Scheiße gebaut, irgendeine dumme Aktion gemacht und jetzt wird sie halt zu Recht festgenommen. Oh, ja. Yeah. You like that? You like that? Yeah? Na, was soll das denn? Was ist das denn für eine komische? Wieso macht die das? Ey, das ist ja fast schon sexuelle Belästigung. Jetzt stell dir einfach mal vor, das wäre andersrum. Stell dir mal vor, da wäre eine Polizistin, die gerade einen Typen festsetzt und der Typ macht sowas bei der Polizistin. Ich will nichts sagen, aber der wäre wahrscheinlich sein Leben lang im Gefängnis geblieben und hätte noch vor Ort einen kleinen Schuss ins Bein bekommen. Also das ist wirklich maximal respektlos. Wo ist der Anstand geblieben? Was ist das für eine Frau, Mann? Wie dumm muss man denn sein und sowas wirklich bei einem Polizisten machen so? Und kommt mir jetzt auch nicht so, oh, der Polizist hat Glück. Nein, man muss doch irgendwann mal einen Strich ziehen. Das geht gar nicht. Was für eine komische Idee. Ich hoffe wirklich, sie hat dafür noch eine Extrastrafe bekommen. Und kommen wir von der einen dummen Frau direkt zu der nächsten dummen Frau, die wahrscheinlich keine schulische Bildung genossen hat. Women. Jeder Vater wäre stolz auf seine Tochter. Ich brauche nur die Überschrift lesen und ich weiß ganz genau, dass ich nach diesem Clip der Meinung bin, dass jeder Vater enttäuscht wäre von seiner Tochter. Was ein Talent. Okay, bitte sag mir jetzt nicht, dass das Talent einfach nur ist, dass sie irgendwelche Objekte in ihren Mund schieben kann. Bitte, bitte nicht. Oh, nein, oh nein, oh nein. Mädchen,
Warum? Warum? Ihr müsst euch mal vorstellen, sie hatte auch irgendwann die Wahl in ihrem Leben. Entweder sie macht irgendetwas Nices aus ihrem Leben, sie ist am Reingrinden, ist freundlich, ist nett, macht gute Dinge und wird irgendwann eine wunderbare Frau. Oder sie macht irgendwann ein Video, in dem sie sich komische Sachen in den Mund steckt und einfach damit flext. So dumm muss man erstmal sein, sich für den zweiten Weg zu entscheiden. Unglaublich. Oh, cool. Du hast 4 Lippenstifte in deinem Mund bekommen. Wow. Also wenn das dein Vater sieht, der wäre bestimmt unglaublich stolz auf dich, wenn er nicht schon Kontakt abgebrochen hat mit dir. Ich kann das einfach nicht glauben. Unsere Generation wird immer schlimmer. Kommt das mir nur so vor oder hat keiner mehr irgendwie Lust, was Sinnvolles zu machen im Leben? Außer natürlich an meine Zuschauer. Ey, meine Bres und Bretinas. Ich weiß doch ganz genau, ihr seid am Grinden im Leben. Und bleibt auf jeden Fall immer dabei. Ansonsten endet ihr noch so. Das war wirklich eine krasse Aktion. Und eine noch krassere Aktion ist, glaube ich, wenn man sowas bei einem Basketballturnier an der Schule droppt. Puh, der hat abgerissen. Der hat wortwörtlich abgerissen. Das ist ja das Krasseste, was passieren kann in der Schule. Sogar der Schiedsrichter geht ab. Das ist halt schon wieder Amerika, ne? Sowas gibt's auch nicht in Deutschland. Bro, der haut einen Dunk in diesen Basketballkorb rein, dass das Glas zerbricht und alle feiern es ab. Und sogar der Schiedsrichter dabbt ihn ab danach und denkt sich, geile Aktion. Der kommt auch nicht drauf klar. Der denkt sich nur so gerade, oh mein Gott, habe ich das gerade wirklich erlebt? Was ein geiler Typ. Und ja, was wäre wohl in Deutschland passiert? Also erstens, okay, die Schüler wären vielleicht abgegangen. Die Schüler hätten das gefeiert. Die wären auch ausgerastet. Aber ich glaube wohl kaum, dass der Schiedsrichter das auch gefeiert hätte. Der Schiedsrichter wäre irgend so ein alter Knacker gewesen und der wäre todessauer. Der hätte gesagt, wie kannst du das tun? Du hast doch gar keine Ahnung von Basketball. Ihr müsst immer das Spiel zerstören. Immer zu viel wollt ihr. Nichts könnt ihr richtig machen. Und danach noch dicke Anzeige, Schulverweis, Gespräch mit den Eltern und ja, was weiß ich sonst noch. Wahrscheinlich noch beim Sportlehrer auch noch eine schlechte Note. Damn. Da ist Deutschland echt hinten dran. Aber gut, ich will jetzt nicht sagen, dass Amerika besser ist als Deutschland, weil ich find's gut, dass in Deutschland nicht jeder zweite random an ein vollautomatisches Maschinengewehr kommt. Das muss ich sagen, ist gut in Deutschland. Dafür gibt's gute Gesetze. Und falls es doch mal solche Gesetze gibt, dann weiß ich ganz genau, wen ich vorschicke, um meine Meinung zu gauken. Und zwar den Hund hier. Der kann mal schön dann vor Olaf Scholz sein Haus kacken. Who's bro cooking for? Und für alle Analphabeten nochmal, für wen ist der Bruder am Kochen? Also wisst ihr, für wen ich am Kochen bin? Ich bin jeden Tag für euch hier neue Videos am Kochen. Und als kleines Dank dafür würde ich mich über ein Abo freuen, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich küsse euren Arsch. The hell is this? Das ist nicht das Waffle House. Das ist alles andere, aber kein richtiges Waffle House. How you doing, man? How are you doing? What's going on? You have menus? We got a menu, but we're looking for Waffle House. This Waffle House. Der hat sogar ein Menü? Was? Okay, vielleicht ist das doch Waffle House. Halt, ja, der Anfang, ne? Jedes Business fängt ja mal klein an und das sind die ersten Tage des neuen Waffle House. Einer neuen Industrie, die Millionen machen wird. Und dieser Typ hat angefangen. Ich muss sagen, Respekt der Hustle. Sowas nenne ich noch einen richtigen Hustler. Nehmt euch ein Beispiel dran. Ah ja, auch wenn ich das Gefühl habe, dass das Business in den nächsten 2 Wochen scheitern wird, weil irgendein Sturm, irgendein Tornado, irgendeine Flut aufzieht und einfach sein komplettes Hab und Gut weg. Der Grill wird 500 Meter weit wegfliegen und der hat danach keinen Bock mehr und Sch*** drauf. 3, 2, 1, Action. That's good, right there. Rawr, let me see a 5-Punch Combination. Wow, this bear can stick and move. Der Bär ist einfach MMA-Fighter geworden. Der ist neuer Conor McGregor. Der haut ein paar Double Jabs, Uppercuts, Seithaken raus. Krass, krass, krass. He's moving, he's dodging, he's weaving. Look at him, look at him. Oh, Jesus. This bear is fast, he can move. Also ich hoffe, falls ich mal einem Bären draußen in der Wildnis begegnen soll, der nicht solche Moves kann, weil ansonsten bin ich gef***t. Dann war's das mit mir. Der wird mich nicht aufessen, nein, nein, der wird mich vorher nochmal behandeln wie sein Boxsack. Und damit, meine lieben Damen und Herren, meine Freunde, wenn ihr nicht wollt, dass euch dieser Bär einer auf die Fresse haut, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Peace the f*** out.